Erstmal wieder einen richtigen Zauber ausholen, so. Lumos. So, da brauchen wir erst wieder mal das. Alles weg. Oh oh. Okay. Okay, jetzt müssen wir die Schlüssel jagen. Cool. Oh, der Arme. Ah. Bevor ich aber das mache, möchte ich erst mal noch ein bisschen... Okay, da geht's nichts weiteres. So. Ja, dann müssen wir doch absteigen. Harry. So. Halt. Zack. So. Wo ist er? Wo ist er? Da. Zack. Haben wir da oben vielleicht noch was? Halt. Ah, bevor ich da mich noch blamieren da. Steigen wir Level wieder hoch. So. Und setzen den Schlüssel natürlich ins Schlüsselloch ein. Oh, oh, oh. Was kommt denn jetzt für ein Rama? Wer kann sich noch erinnern? Genau, ein Schachspiel. Wow. Okay. Ich kann da jetzt aber nichts steuern, oder? Doch. Ah, das ist Termini, okay. So, ich glaube, jeder kennt's. Ron, du musst wahrscheinlich auf das Pferdchen. Na. Ha. Also mit Schach kenne ich mich nicht so gut aus. Aber ich glaube, wir müssen da jetzt was machen. Oh, nicht unten. Nicht unten. Nicht so. Ja. Geht da vielleicht los? Guardian Leviosa. Jetzt probiere ich noch was aus. So. Der Harry Potter. Nimmt jetzt dann Ron. Ach nein, vergessen. Bam! Zack. Ist auch kaputt. So, was kann man jetzt noch machen? Leider mal den nochmal führe. Zack. Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht das Spiel. Kann ich da jeden auswählen? Na, ist wahrscheinlich bestimmt die Reihenfolge. Hoffe ich einfach mal. Zack. Ah, der verschwindet, okay. Dann, was machen wir jetzt? Warte mal, dann nehmen wir glaube ich mal einen anderen Charakter. Alter, das müsste eigentlich die Hermine übernehmen, glaube ich mal. So, K. Bam. Uiuiui. So. Und jetzt nur der Gnadenstoß. Ja. Und das muss natürlich der Run machen. Ka. Ach nein. Da jetzt mit F so. Hey, mag ich einfach nicht? Das muss doch der Run machen, oder? Jetzt, so. Ah, der. Springt vorher nur, oh, dieses Stuhl. Oh, oh, oh. Tja, und jetzt machen wir Schachmatt, oder? Oh.
Bam. So, was haben wir denn da jetzt? Hallo? Na? Was macht der denn da jetzt? Achso, bis wieder sowas. Dann machen wir das jetzt gleich nur mit denen. Ah, da kriegen wir wieder einen Charakter. Eine Spielfigur kriegen wir da wieder. So. Halt. So, jetzt. Jawohl! Hammer nice. Geil. Oh, oh, jetzt kommen wir zum Endkampf oder was? Erstmal nur ein paar Säulen zerstören. Zack. Wow. Wow. Au. Nein. Musst du schon abwehren, Hermine. Alte Hermine. Lol, das ist ja mal ein Endkampf hier. Ja, voll. Der war schon mal gut. So, jetzt gehen wir vielleicht nur drauf schießen. Ah. Das war langsam wahrscheinlich. Natürlich auch wieder völlig so. Wow. Aber wieso macht denn der da nichts? Ist er wieder in der Gegend umeinander rennen? Bam! Jetzt so. Kann ich da nichts machen? Was ist denn das? Kann ich den bloß betäuben? Toll. Mit denen vielleicht noch? Na, geht auch nicht. Hä? Was ist denn das? Ach so, ich müsste vielleicht mal einen Harry Potter dann auswählen. Lol. Da mal zurücklenken, so. Kann aber glaube ich auch nichts weiter machen, oder? Ah! Jetzt. Jetzt kann ich vielleicht noch was wissen. So. Das war natürlich wieder nix. So, jetzt beschwer nur mal dein Ding, ja. Der trifft ihn jetzt, schade. Wie mache ich da überhaupt keinen Schaden? Zack. Jetzt, so. Wenn der mich irgendwie betäuben muss, sage ich einfach nein. Na, geht auch nicht, schade. Such was wert. Beim nächsten Mal muss ich einfach mal in mir rennen. Schau, was er dann macht. Miau. Wer Silvester da? Oder kracht's? So, jetzt. Komm mal in. Ach komm.
So einfach. Naja. Machen wir das nur. Ein paar Mal, okay. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab überhaupt nichts gesagt, dass das so einfach war. Uah. Aber jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Ja, sehr schön. Oh, sein armes Gesicht. Boah, jetzt fliegt alles zusammen, oder was? So, nochmal weg hier. Ja, das sind aber leichte Lenkraketen, oder? Habe ich ein Gefühl. Wow, die haben mich jetzt getroffen. Boah. Na? Die schwesten die da wieder. Ja. Ah, der war fake. Der war fake. Na, er hat nur ein Herz, ich hab nur zwei. Hoffentlich schaffe. Zack. Ah! Nein, nein, boah. So, jetzt beschwör dein Ding wieder, ja. Ja. Und? Super, super gemacht, echt. Entweder schnall ich das immer nicht, weil die Levelgänger oder die sind irgendwie doch kompliziert gemacht, aber das wären eigentlich nicht kompliziert. Wenn man jetzt nur ein bisschen dran denkt hätte, weil der Harry Potter hat ja dann auch einen Voldemort angelangt, also hätte er bloß hier einen Moment. Naja. Hold fast. So, 18 von 200. Geschichte fortsetzen, ja. Wird bloß nur der Schluss sein. Schauen wir mal. Jawohl! Aber das war jetzt hoffentlich bloß der erste Teil. Heißt ja Jahre 1 bis 4. Also lassen wir jetzt mal nur die Credits durchlaufen. Ja, also bloß mal so Fazit von ersten Teil. Richtig geil. Ersten Teil, also die Parodien waren schon geil, also die Zwischensequenzen waren alle ein bisschen so parodiert haben. Habe ich auch gemerkt, weil es vorher nur gesagt haben, die Entwickler oder halt die Spielejournalisten haben dann nur gesagt, sie haben richtig die Szenen aus dem Film genommen und haben es dann auch wieder so Lego-haft halt wieder nachgestellt. Also richtige Kameraperspektiven sind wieder neu gemacht worden. Habe ich auch mitgekriegt, also glaube ich bloß mal beim Trailer dann. Super gemacht. ja. Boah, mal hat es bei mir halt gehackt mit die Rätsel. Keine Ahnung, war ich zu dumm oder die Rätsel zu schwierig. Aber wenn ich dann das Rätsel geschafft habe und denkt, ja, mein Gott, ob ich halt jetzt seit 15 Minuten braucht für ein Rätsel oder was. Mein Gott.
Ja. Ich möchte jetzt mal nicht die Credits überspringen. Mag ich jetzt eigentlich auch nicht. Weil mich daran das bloß interessieren, ob es jetzt dann gleich mit dem zweiten Teil weitergeht. Weil das kann es jetzt nicht gewesen sein, dass das jetzt das ganze Spiel war. Hoffe ich mal. Weil dann hätten sie mich schon richtig verarscht. Also, weil die Jahre 1 bis 4, das war jetzt der erste Teil, Stein der Weisen. Das ist jetzt dann die zweite Kammer des Schreckens, dritte Gefangene von Azkaban. Und der vierte ist dann der Feuerkolf, kann das sein? Feuerkolf, glaube ich, ist dann der vierte ist es dann. Ja. Ah, schöne Musik. Hat eigentlich alles passt. Ja, so 100% habe ich natürlich nicht gemacht, weil dann da die wahrscheinlich nur zocken. Irgendwie so 100% Run machen, also das ist schon schwierig. Ich glaube, da darfst du überhaupt nichts essen, aber... Ja. Guck mal, denn da jetzt nur alles für Light Manager, Koordinator, Marketing. First Party, yo. Volt, okay. Ja, bloß mal fettes Dankeschön an die ganzen Entwickler da, oder? Zumal schon richtig geil Spiel gemacht. Bloß mal als erste Game. Und das mit der Kamera, das stört eigentlich überhaupt nicht, finde ich, wenn das bloß so... Ja, 3D ist eigentlich schon, aber ist halt immer die Kameraperspektive, ist halt immer an der gleichen Position. Bisschen... Ist mal wieder was anderes, also finde ich. Ist glaube ich bei jedem Lego-Teil so. Muss ja nicht immer 3D sein oder in First-Person-View. Muss ja nicht unbedingt sein. Musik, written, 2005 ist erschienen, okay. 8,3%, okay. Jawohl. Und das war's dann wahrscheinlich. Oder? Ladescreen. Ich hoffe, die machen mal kurz Pause. Dass nicht gleich mit dem nächsten Teil weitergeht. Richtig, jetzt haben wir wieder in Tropfenkessel. Das passt. Okay. Ja, dann haben wir den ersten Teil durchgezockt. Ja, dann Spaß hat's gemacht, denk euch, ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.